Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Kibel Ödülleri sahiplerini buldu. Münih Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde davetliler canlı müzik eşliğinde karşılandı. Ödül töreni öncesinde Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Sekreteri Cemal Güneş ve Başkan Cihan Sendan Münih'in sesine geceyi değerlendirdi. Evet Cemal Bey, biz hep sizi spor sahalarında görmeye alıştık ama bugün farklı bir konsepte görüyoruz. Bugünle ilgili biraz düşüncelerinizi alabilir miyim? Memnuniyetle, bugün şapkamı değiştirdim. Bugün bir sosyal faaliyetteyiz hep beraber. Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun ödül terenindeyiz bu akşam. Her sene Türkiye ile Almanya arasında çeşitli alanlarda, örneğin spor, ekonomi, politik gibi veya eğitim gibi faaliyet gösteren Alman ve Türk şahsiyetlerine kendilerine teşekkür olarak bir ödül sunuyoruz. Bu ödül büyük jürimiz tarafından seçiliyor adaylar arasında. Bugün de onlara ödüllerini sunacağız ve çok şahsiyetler var aramızda. Sürprizlerimiz de var. Hep beraber inşallah güzel bir akşam yaşayacağız. Sanıyorum bu organizasyon kolay olmuyor. Bayağı da bir emek harcıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hakikaten öyle. Büyük bir emek harcıyoruz. Bu emeğin ama en büyük güzelliği bu akşamı güzel geçmesi. İnsanlarımızı, davetlilerimizin, misafirlerimizin hoşuna gitmesi bizi en çok mutlu edecek. Bir sene hazırlandık bu ödül törenine. Umuyorum herkesin hoşuna gidecek. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet başkanım, bu akşam çok emek harcanan, bir yıl boyunca uğraş verilen bir organizasyon ve bugün artık sonuna geldik. Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun son 13 yılda verdiği Türk-Alman Dostluk Ödülü Kibel'e bizim için çok önemli. Türk ve Alman dostluğunu görünür kılan bir ödül ve gerçek bir sivil ödül. Akşamın özelliği şöyle, her ödül törenimizde kendini insanlığıyla kanıtlamış, yapmış olduğu emekle kanıtlamış ve toplum adına emek vermiş tüm insanları belki de daha iyi işler yapmaya yönlendiren bir fikir, bir yeni bir dil aslında ki bile. Biz heyecanlıyız her zamanki gibi, amatör bir heyecan. Keyifle yaptığımız bir iş. Dolayısıyla akşamın özelliği Türk ve Alman dostluğunun her gün sokakta aslında hiç aramadan kendi insanların birbirine dokunduğu noktalarda var olduğunu görünür kılan, tekrar söylüyorum, bir ödül. Çok mutluyuz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verilen kokteylin ardından ödül töreni için hazırlanan salona geçildi. Gecenin açılış konuşmasını Genel Sekreter Cemal Güneş gerçekleştirdi. Ya, ich bin auch etwas aufgeregt, obwohl ich das zum dritten Mal mache heute Abend. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem einen schönen Abend miteinander verbringen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute Abend die große Freude, alle hier im Saal des Museums Fünf Kontinente recht herzlich begrüßen zu dürfen. Grüß euch miteinander, herzlich willkommen, good evening, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkan Cihan Sendan yaptığı konuşmada gecenin önemine değindi. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Herr Wulff, sehr geehrte Staatssekretär Herr Eisenreich, sehr geehrter Generalkonsul der Republik Türkei in München Herr Esat Koç, sehr geehrter Bürgermeister von Tarsus Herr Şerbetcan, sehr geehrter Bürgermeister von Stadtlangen, Herr Gebhardt, sehr geehrte Abgeordnete des Bayerischen Landtages, lieber Florian, Arif ist, glaube ich, nicht da, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist mir
und in der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam zu unterstützen. Sie haben als Staatssekretär die Ressourcen Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur. Genau der richtige Mann für uns, würde ich sagen. Leider vermisse ich heute die Vernunft und die Weisheit, die in den Anfängen der menschlichen Zivilisation herrschen. Im Jahr 2015, also heute, leben 50 Millionen Menschen. Münih Başkonsolosu Mesut Koç, alkışlar eşliğinde sahneye davet edildi. Müsaadenizle tam her zaman olduğu gibi ben Almanca konuşmaya, daha doğrusu konuşmayı okumaya çalışacağım. Türkçe konuşanlar için. Sehr geehrte Herr Bundespräsident, sehr geehrte Reichsträger, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Herr Staatssekretär Eisenreich, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich bedanke mich bei der Föderation für die Einladung. Während meiner Amtszeit als Generalkonsul beim türkischen Generalkonsulat in München habe ich mich gefreut, die Aktivitäten von zivilen Einrichtungen zu beobachten, an denen unsere Mitbürger und türkischstämmige Personen teilnehmen. Auch die Türkisch-Deutschen Freundschaftsföderation ist eine. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törenin ilk ödülünü kültür dalında ünlü Türk kökenli sinema sanatçısı Erol Sander aldı. Herr Sander, was ist das für ein Fall, in dem Sie ermitteln? Im Moment, nein, es geht nicht um Drogen, es geht um Kinder, die verschwinden. Und das ist ein generelles Problem und damit setzen wir uns auseinander in diesem Film, den wir gerade sehen. Und Sie fliegen jetzt nach Istanbul? Ich fliege jetzt nach Istanbul, nachdem ich ein paar Worte gesagt habe. Der es heißt, füreinander da zu sein, menschliches Mitgefühl zu zeigen, anstatt archaisch emotionale Ängste zu schüren, bedeutet mir dieser Preis sehr viel. Das Gemisch aus Mitgefühl, Hoffnung, Angst, das wohl in den meisten von uns allen steckt, wenn wir die Bilder von den Flüchtlingstagen. Ödül törenine keyifli bir müzik dinletisiyle devam edelim. Ardından kardeş şehir seçilen Tarsus ve Langen belediye başkanlarına eğitim ödülü verildi. Es ist natürlich besondere Ehre für mich, weil ich in Tarsus geboren bin. Tarsus bekommt nicht deswegen, weil ich dort geboren bin, sondern es ist tatsächlich auch ein Zufall. Sayın Başkonsolosumuz, Sayın Kültür Bakanı, çok kıymetli Türk-Alman Dostluk Federasyon Genel Başkanı ve yöneticileri, 24 yıllık kardeşliğimizin devam eden Langen Belediye Başkanımız ve değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kibele 13. ödül merasiminde sizlerle beraber olmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu ödülü bizlere layık gören değerli genel başkanımıza ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Tarsus'umuz dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Aber ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass wir auch noch vielen weiteren 25 Jahre erleben werden. Dankeschön. Spor alanındaki ödül ise Dünya Boks Şampiyonu Fırat Arslan'ın oldu.
Verdient und deswegen gratuliere ich ihm auch nochmal von ganzem Herzen, auch im Namen von uns allen. Ich möchte mich sehr bedanken für diese Auszeichnung. Es bedeutet sehr viel. Deutsch-Türkische Föderation, dass die mich mit dem Kübele-Preis auszeichnen. Ich bin in Deutschland geboren als sechstes Kind, als jüngstes Kind von sechs Geschwistern. Und meine Kinder trafen mich echt einen Horror, als ich in den Kindergarten kam und auf einmal gemerkt habe, dass ich hier Außenseiter bin. Und als ich dann in die Sprache konnte und meinen Namen gesagt habe, Firat Arslan, dann haben sich alle lustig gemacht, haben gelacht, Firat, Dreirad, Zweirad, ich habe meinen Namen über alles gehasst und habe gedacht, dann kann man ein Kind nur so nennen. Ich habe dann natürlich als Kind mich gewehrt, habe Gewalt angewendet gegen die, die mich beleidigt haben, weil ich Respekt wollte. Den habe ich aber nicht bekommen. Ich habe dann gemerkt, okay, ich bekomme Respekt, wenn ich was leiste. Dann habe ich angefangen mit dem Boxen. Ich habe trainiert. Ich habe meinen besten Freund Dieter Wittmann versprochen, ich werde Weltmeister. Da war ich 18. 19 Jahre später bin ich Weltmeister geworden. Ich habe wirklich 19 Jahre gebraucht, aber ich habe mein Versprechen gehalten. Und ich muss sagen, als ich 27 war, wo ich zu den Profis kam, politika dalında ödül alan Kuzey Ren Pestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft video ile düşüncelerini aktardı. Das wird gerade an diesen Beispielen deutlich. Und in diesen Zeiten, die nicht ganz einfach sind, ist es umso wichtiger, klar Flagge zu zeigen. Gegen Hass und für Integration. Und deshalb herzlichen Dank für die Preisverleihung und mein Glückwunsch geht an die anderen, die in den anderen Kategorien den Preis gewonnen haben. Vielen Dank. Törende ekonomi ödülü Bentor'un CEO'su Kadir Uğur'a verildi. Sehr hohes Ansehen genossen hat und hohes Ansehen genießt. Er hat eine sehr starke Finanzen auch selber sagen, Herr Bundespräsident, wir sind wirklich glücklich darüber, dass Menschen wie Sie in Deutschland. Törene katılamayan bir diğer isim de onur ödülüne layık görülen Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk oldu. Orhan Pamuk düşüncelerini video yoluyla salondakilere iletti. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerim yüzünden katılamıyorum. Ama bana Kibele ödülü verenlerle Şubat ayında Münih'te karşılaşmayı umuyorum. Bu ödül için herkese ve özellikle jüriye çok çok teşekkür ediyorum. Gecenin en duygulu anı ise geçtiğimiz sene Sırbistan kökenli bir genç tarafından öldürülen Tuğçe Albayrak'ın onur ödülü aldığı açıklandığında yaşandı. Tuğçe'nin ödülünü ağabeyi Doğuş Albayrak aldı. Schmerz ist nach wie vor da und er wird immer bleiben. Man gewöhnt sich halt mit der Zeit dran und muss halt jetzt damit umgehen, mit Händen damit umzugehen. Wie ist es so, einen Preis nachher mit nach Hause nehmen zu können? Hilft es ein kleines bisschen? Ich sag mal so, das ist irgendwo ein Trostpflaster. Es wird couragiert gehandelt und ja, es erfüllt uns mit Stolz. Obwohl natürlich der Schmerz halt sehr tief sitzt. Ich möchte gerne Ihren Laudator auf die Bühne holen. Das ist Arif Taşdilen. 100, muss ich sagen, wirklich.
zumal auch, ja, ich sag mal danach, irgendwie ja, komische Nachrichten irgendwie auch danach gekommen sind. Letztendlich wichtig ist, dass sie in diesem Moment die Zivilcourage gezeigt hat und eingegriffen hat. Egal so oder so. Und sie hat auch viele Jahre zuvor solche Fälle, wo dann auch diese Zivilcourage gefehlt hat. Sie meinen jetzt Dominik Brunner? Ganz genau, ja, so ist es. Und dieser Mann ist genauso zu bewundern wie die Tucci. Tucci bewundere ich insbesondere auch. Sie ist ja relativ jung, das muss man ja auch sagen, sehr früh aus dem Leben geschieden für die anderen. Und das ist ein Riesenvorbild, den uns eigentlich alle hier verleiten sollte. Das, was da hier passiert ist. Und deswegen wollten wir unbedingt auch mit diesem Preis das Ganze unvergesslich machen. Frau Kollegin, kommt ein bisschen vorne, weil dunkel ist. Da spricht ein alter, erfahrener Pressemann. Eine Frage hätte ich noch. Wissen Sie schon, wo die Kybele stehen wird bei Ihren Eltern? Sie schon Plätzchen reserviert? Ich denke, Zimmer meiner Schwester. Da ist noch ein bisschen. Alles, alles Gute. Törenin sonunda Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wolff onur ödülünü aldı. Wahrheit, auch das politisch Tragbare oder Untragbare nicht überlegt und einfach die Wahrheit sagt. Und ich glaube, uns fehlt in Deutschland, auf der Welt, Politiker, Menschen, die die Wahrheit aussagen können. Und wenn Menschen wie Sie da sind und auch uns politisch führen, dann haben wir Mut für die Zukunft, weil wir brauchen Politiker in ihrem Kaliber. Ich denke, das ist jetzt sehr schwierig nach der Preisverleihung eben des Ehrenpreises. Das ist auch das gewesen, was mich als Bundespräsident damals mit am stärksten emotional belastet, bedrückt hat, als ich damals vor den Angehörigen der NSU-Opfer stand und junge Menschen sah, die ihren Vater verloren hatten, Witwen sah, die ihren Mann verloren hatten, Eltern, die ihren Sohn verloren hatten, aus einem einzigen Grund, dass die betroffenen Opfer etwas anders aussahen, als man vermeintlich als Deutscher aussehen müsste. Also fremdländischen Hintergrund, ausländischen Hintergrund hatten. Deswegen wurden sie mitten unter uns in unserem Land an unterschiedlichsten Orten über viele Jahre erschossen. Und wenn es Situationen gibt, wo Menschen bedrängt werden und andere dazwischen gehen, Zivilcourage zeigen und dafür ihr Leben lassen mit 23 Jahren, dann ist das einfach etwas, was uns alle schwer beschäftigen muss und bedrücken muss, dass sowas in unserem Land möglich ist. Danke. Herr Wolff, ich habe heute gelesen, dass eine Kollegin von mir Sie vorgeschlagen hat als Vermittler im Lufthansa-Streik. Also wenn Sie sagen, Sie haben hier nicht, ich habe ja gar nicht viel gemacht, Kinder. Ja, wir dürfen nur nicht von diesem Thema ablegen. Gece ödül alan herkesin sahneye davet edilmesiyle sona erdi.